Hallöchen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ich einen Diamantknoten an einer 12-fach Herringbone-Leine mache. Und zwar, wie gesagt, der Name sagt schon, ihr habt an dieser 12-fach Herringbone 12 Schnüre. Ich persönlich mag nicht, wenn der Diamantknoten hier vorne so klobig ist. Deshalb werde ich euch quasi mal zeigen, wie ich das mache. Und so sieht der quasi aus, wenn ihr den wie an einer 8-fach Herringbohnenleine machen würdet. So, hier nochmal ganz nah. Und zwar, ihr macht die Schnüre wieder an einen Karabiner dran. Wieder mit einem Gummi befestigen. Und zwar, ihr legt euch quasi wieder vier Farben in jede Richtung und nun bleiben quasi vier Schnüre übrig. Es ist im Endeffekt dasselbe Prinzip, wenn ihr einen Diamantknoten am Leinenende machen würdet. Genau. Und zwar, ich mache mir das hier mal kurz fest. Ihr macht quasi den Diamantknoten um diese vier Schnüre herum. Und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Dann habt ihr nicht so einen klobigen mit allen 12 Schnüren, sondern quasi wie, ja, wie bei der 8-fach Herringbohnleine. Und zwar, wir fangen wieder an mit dem Grün. Ich muss das mal hier so hinlegen mit dem Grün, mit dem Hellgrün und legen es über das Dunkelgrün. Dann nehmen wir das Dunkelgrün und legen es über das Dunkelblau. So, das Dunkelblau über das Grün. Und dieses Goldenrot, wie du siehst, sehr orange aus, sehe ich gerade, legt ihr wieder unter das Hellgrün hier durch. Wie ihr seht, habt ihr wieder diese Ausgangsposition. So, das hier sind quasi die übrig gebliebenen, die nicht mit eingeflochten werden im Diamantknoten. Und so. Jetzt geht es wieder los. Ich lege das mal hier wieder zur Seite. Ihr nehmt die Enden von diesem Goldenrot hier und dieses Hellgrüne und in die Mitte wieder durch und nach oben ziehen. So, ihr legt ja, die Schnüre wieder genau in dieselbe Richtung, wo sie vorher lagen. Dasselbe mit den anderen drei Farben. Ihr nehmt das Hellgrün und das Dunkle durch und in die Mitte rein. Wieder ziehen und wieder in dieselbe Richtung legen. So, das legen wir mal hier rüber. Jetzt kommt dieses Dunkelblau. Nein, jetzt tut mir leid, war mein Fehler. Wir nehmen jetzt das Dunkelgrün. Wieder unter das Blau drunter. Und in die Mitte rein. So. Und wieder nach drüben legen. So, jetzt kommt das Dunkelblau. So, wie man sieht, ist hier der Schluss. Und hier einfach nur in die Mitte rein. So. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich ziehe mir das wieder etwas fester. Nach der Reihe nach. Jetzt ist wieder dasselbe. Jetzt müsst ihr quasi den Diamantknoten umklappen.
mal jetzt hier locker. So. Das heißt, ich nehme wieder den Karabiner und klappe das jetzt quasi um, drehe den quasi nur um. So. Einfach mal so festziehen jetzt. Nicht alles durcheinander, dann kann das passieren, dass euch das Ganze hier ein bisschen aus der Form gerät. Wieder darauf achten, dass die Schnüre hier schön nebeneinander liegen. Ja. So. So. Ihr könnt es schon erkennen. So. Das ist quasi so, wie ich den mache, an einer 12-fach Herringbone-Leine, ohne dass der Diamantknoten zu klobig am Anfang wird. So, und jetzt könnt ihr quasi, ja, wie ihr wollt, euch die Schnüre hinlegen. Natürlich müsst ihr den Diamantknoten erstmal ein bisschen hochziehen. Und dann legt ihr euch die Schnüre so hin, wie ihr gerne euer Muster haben wollt. Dazu gibt es später noch ein anderes Video, wie ihr euch die Farben hier so legt, wird quasi dann auch das Muster. Das erkläre ich euch dann später. Und jetzt könnt ihr quasi einfach noch loslegen mit eurer Herringbone-Leine. So. Wie gesagt, das noch was wichtig ist. Alle Schnüre sollten hier immer in der Mitte rauskommen. Genau. So. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne unten reinschreiben. So, viel Spaß!